Ich bin der zwischen meinen Eltern und morgen ist Weihnachten. Ich bin mal gespannt, was es morgen so an Geschenken gibt. Meine Mutter grinst, weil die weiß schon, was ich bekomme. Mein Vater denkt, na, immer so viel Geld ausgeben. Was mein Bruder denkt, weiß ich nicht. Es ist soweit, heute ist Weihnachten. Eigentlich könnte ich ganz gut eine Hose gebrauchen, aber wenn, dann bekomme ich die von meinem Bruder und die will ich nicht. Das Geschenk von meiner Mutter ist gar nicht fertig geworden, weil die immer so viel arbeiten muss, kochen und waschen. Dann ist die abends immer so müde. Hier warten wir auf die restliche Verwandtschaft. Das ist Marco, der hat auch nichts gekriegt. Das sind die Kinder der Verwandten. Ich glaube, die haben auch nichts bekommen. Nur Antonietta, die hat ein Fahrrad bekommen. Das sind die Eltern der Kinder. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum die alle so fröhlich sind. Mein Bruder hat mir sein Schachspiel geschenkt, was er letztes Jahr von mir bekommen hat. Und ich habe meinem Bruder mein Fußballspiel geschenkt, was ich letztes Jahr von ihm bekommen habe. Das hier, das ist unser Haus. Und das bin ich beim Fußballspielen. Das ist mein Ball, den hat man mir damals gestohlen. Das hier ist unser Fußballplatz. Und das ist der Ball. Hier geht mein Vater arbeiten, der in der Mitte, das ist mein Vater. Und hier ist mein Vater bei der Arbeit, mit dem großen Bohrer, und das ist die Kohle. Dann ist er krank geworden und dann hat er in einem Büro gearbeitet. Hier bin ich dann nach Italien gefahren, weil mein Opa gestorben ist. Da liegt er. Dann bin ich zurückgefahren, das ist der kleine Bahnhof. Damit kann man die Schranken hochdrehen. Das ist ein kleiner Warteraum und so heißt das Dorf, Soleto, kleine Sonne. Viele Jahre danach musste ich dann auch arbeiten gehen, Geld verdienen. Dann habe ich diese Frau kennengelernt, die habe ich dann direkt geheiratet, weil die so schön gegrinst hat und so nett war. Dann habe ich weitergearbeitet und wir haben uns ein großes Auto gekauft. Und eine Tochter haben wir dann auch bekommen, das ist Maria. Ein Haus haben wir uns dann auch gekauft, das ist der Balkon. Und in 5 Monaten ist es wieder Weihnachten, dann muss ich noch ein wenig arbeiten und sparen. Maria hat sich ein Fahrrad gewünscht.